Hallo, jetzt ist wieder Zeit für die monatliche Mülltüte. Kandidat Nummer 1, den ich aufgebraucht habe, ist von Balea dieses Duschgel-lustiges Duett mit Apfel- und Melissenduft. Ein dämlicher Name für ein ziemlich gutes Produkt. Also das Duschgel selber ist jetzt nicht overly exciting, aber ich fand diesen Apfel-Melissenduft eben extrem lecker, habe mir deswegen auch noch zwei Backups davon geholt. Nicht, dass ich noch mehr Duschbad bräuchte, aber wie gesagt, die Duftrichtung fand ich sehr lecker. Dann habe ich von Boutique ein Peeling aufgebraucht. Das habe ich bei TK Maxx irgendwann mal mitgenommen. Muss sein, das ist wieder eins dieser Peelings, die eigentlich nur ein Duschbad mit drei Schrubbelkörnchen drin sind. Also ja, kein Vergleich mit meinem Biotherm Peeling und von daher definitiv auch kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich über die Loop, so eine Reisegröße Apfeltraum aufgebraucht, hatte ich jetzt im Urlaub mit, ist ja immer sehr praktisch, dass man hier nur, ich glaube, 10 Tücher drin hat, ja genau, anstelle der sonst 25 oder so, ihr kennt ja sonst die dicken Packen, also damit reißt es sich besser, außerdem habe ich die auch immer ganz gerne in der Handtasche zum Pfötchen sauber machen unterwegs. Von Pons habe ich einen Stapel von den Abend Cleansing-Tüchern aufgebraucht. Dann von Original Source eine Handseife. Die Marke habe ich übrigens neulich entdeckt, gibt es mittlerweile auch bei DM. Also drei Duschgels und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Handseife auch gesehen habe, aber Duschgel auf jeden Fall. Drei verschiedene Sorten. Könnt ihr also auch mal da äugeln. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte halt diesen Mix, also es gibt so ein warmer, beeriger Duft, fand ich sehr angenehm. Und ich fand die auch ganz gut, was so die Pflegewirkung anbelangt. Also ich hatte das Gefühl, dass meine Hände nicht so doll ausgetrocknet sind, wenn ich die benutzt habe. Das war sehr nice. Dann von Biotherm das Eau de Energie Energizing Body Milk. Die hatte ich beim Sport mit. Der Geruch war wirklich sehr lecker. Eben auch so ein zitrischer Duft, also eine, wenn man es morgens benutzt, so eine angenehme Hallo-Wach-Sache. Pflegewirkung war okay, also ich meine, im Sommer brauche ich ehrlich gesagt nicht so monstermäßig viel Pflege oder jedenfalls nichts besonders Reichhaltiges, weil es dann bei mir eh nicht einzieht. Aber das wäre auf jeden Fall ein Kandidat, wo man einen Kauf einer normalen Größe tatsächlich mal überdenken könnte. So, als ich das gute Stück aufgebraucht hatte, das Eau de Jardin von Clarence, habe ich mal kurz einen kleinen Herzinfarkt gehabt, weil ich nämlich dachte, ich habe kein Backup mehr. Und das wäre fatal gewesen, weil das nämlich mein Standard-Parfum ist, was ich immer benutze. Das habe ich mittlerweile auch schon, glaube ich, zweimal nachgekauft. Auch wieder zitrischer Duft, so ein bisschen kräutrig auch. Sehr angenehm, finde ich auch nicht aufdringlich, trage ich Sommer wie Winters. Solltet ihr euch auf jeden Fall in der Parfümerie mal angucken, beziehungsweise mal dran schnuppern. Dann habe ich eine Purifying Facial Mask von Elemental Herbology aufgebraucht. Da hatte ich mir bei Asos, glaube ich, mal so ein Dreier-Set bestellt mit dem Peeling aus der Reihe, was ich sehr gerne mochte, dann einer reichhaltigen Pflegemaske und das war auch so eine Claymaske, also eine Heilerdemaske. Die fand ich eigentlich ganz gut. Sie ist auch nicht so stark eingetrocknet, dass man eben das Gefühl hatte, das ganze Gesicht legt sich dann irgendwie in Falten oder fängt an zu spannen. Das war ganz angenehm. Ansonsten, ja, was soll ich dazu sagen? Ich fand sie gut, aber ich muss sagen, dass ich die von Aesop doch einen Ticken besser finde. Von daher kein schlechtes Produkt, aber ich weiß auch noch nicht, ob ich sie unbedingt nachkaufen würde. Dann habe ich von NYX das Serum Creme Fraiche aufgebraucht. Das habe ich als Nachtcreme benutzt. Das ist nämlich ein sehr reichhaltiges Feuchtigkeitsserum. Was steht hier? Hautberuhigendes 24-Stunden-Feuchtigkeitsserum für Gesicht und Augenkontur. Sprich, also ihr könnt es auch tatsächlich rund um die Augen benutzen, trockene und sehr trockene Haut. Soll man oder kann man eigentlich unter der täglichen Pflege benutzen? Wie gesagt, im Sommer habe ich das, weil ich es doch als sehr reichhaltig empfand, einfach als Nachtpflege über einem Serum benutzt. Und das hat sehr gut funktioniert.
Dann habe ich von Alterna, ist das, glaube ich. Ist das bestimmt? Ist es. Aus der Bamboo UV Color Protection Reihe eine Maske aufgebraucht, die auch schon ewig rumstand. Rehab Deep Hydration Mask heißt das gute Stück, war so eine kleine, also wirklich klein ist es ja nicht, aber es war mal eine Probegröße. Kam die mal aus einer Douglas-Box? Ich glaube, zu den guten alten Zeiten, als man die Sachen noch selber aussuchen konnte, da war es, glaube ich, mal mit bei. Also, jedenfalls diese Maske. Eben eine Intensivmaske, die man auch ein bisschen länger im Haar lässt, fand ich von der Pflegewirkung her sehr gut. Allerdings bin ich mir immer nicht so ganz schlüssig, was dieses UV-Protection bei Haarsachen anbelangt. Vielleicht liegt es ja auch einfach an der Art von Tönung, die ich benutze, dass man da eh nicht so einen großen Unterschied feststellen kann, weil Rot einfach entsprechend schnell rausfällt. Und wie gesagt, das ist ja auch keine Farbe, sondern halt eine Tönung und von daher. Es ist, glaube ich, eh schwierig. Gerade im Sommer, wenn die Sonne irgendwie dann auch noch so raufballert, da irgendwie dafür zu sorgen, dass die Pigmente drin bleiben. Aber ansonsten, um es mal abzuschließen, finde ich, dass das eine sehr gute Maske war. Dann haben wir hier von Pai das Rosehip Bioregenerating Oil. Dazu hatte ich, glaube ich, auch schon mal was auf meinem Blog geschrieben. Bin ich mir ziemlich sicher, weil ich euch da ja sowieso mal mit Pai genervt habe. Ein sehr gutes Produkt. Ich habe es so lange, wie es denn da war, also als Nachtpflege benutzt für Leute, die damit liebäugeln, mal Retinolprodukte auszuprobieren, aber Angst haben vor den Nebenwirkungen. Also sprich, da wird die Haut ja etwas empfindlicher, fängt eventuell oder etwas trockener, fängt eventuell auch an, sich leicht zu schuppen. Im Worst Case ist ja nicht bei jedem der Fall, aber wird halt häufig irgendwie bei der Verwendung von Retinolprodukten gesagt, dass eben solche Probleme auftauchen können. Das hier ist die natürliche Variante von Retinol. Das ist entsprechend, wie soll man es sagen? Also es ist halt nicht so aggressiv, besser verträglich für die Haut. Von daher würde ich sagen, testet doch mal das gute Stück. Ich verlinke euch auch mal den ganzen Schnüdelkram, den ich irgendwie dazu geschrieben habe. Gerne auch nochmal das Produkt. Kann ich jedenfalls nur empfehlen. Ein sehr schönes Produkt und vor allen Dingen auch preismäßig sowieso die ganze Linie von Pai sehr erschwinglich. Dann etwas, wo ich schon dachte, es wird nie in dieser Tüte landen. Mein Garnier Roll-On. Er hat doch tatsächlich dann von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger aufgehört, seinen Job zu machen. Ja, das ging irgendwie dann recht schnell. Ja, ich glaube, fürchte, weiß es aber nicht genau, dass sie den mittlerweile rausgenommen haben. Das ist hier diese getönte Version für oder beziehungsweise gegen dunkle Augenringe. Den habe ich ja jetzt gefühlt schon ewig, weiß ich nicht, ein Jahr, länger als ein Jahr. Wann habe ich mit den Körbchenvideos angefangen? Ich glaube, vor 1,5 Jahren. Ich glaube, so lange ist der auch schon drin. So lange habe ich den immer unter meinem Concealer benutzt und fand den manchmal auch einfach anstelle eines Concealers und fand den einfach richtig gut. Ja, also schade, dass sowas, wenn es denn tatsächlich aus dem Sortiment gegangen sein sollte, dass man sowas rausgenommen hat. Ich habe bei TK Maxx neulich noch einen erbeutet und hatte da, glaube ich, noch gescherzt, dass der wohl nie in diesem Leben zum Einsatz kommen wird, weil der hier einfach nicht leer gehen will. Tja, jetzt ist es passiert. Dann habe ich wieder mal von einer Jacke diese Ultra-Time Anti-Aging Mess Mask aufgebraucht. Wie gesagt, die gab es ja mal zuhauf, also diese Samples vor einer ganzen Weile bei Douglas, bei, weiß ich nicht, jeder Bestellung. Die war auch regelmäßig, glaube ich, in den Boxen mit drin. Also deswegen hatte ich einen ganz guten Vorrat. Habe auch schon ein paar Mal was dazu gesagt, von daher, also ich finde sie gut, aber ehrlich gesagt, den Preis bin ich nicht gewillt zu bezahlen. Das dazu. Da bin ich mir gar nicht sicher. Habe ich euch das schon gezeigt? Warum dümpelt das noch in der Tüte? Ich glaube, ich habe es euch noch nicht gezeigt. Aber mein letztes Nivea Volume Shine Glaze Gloss ist jetzt leer. An den Rest hier unten kommt man leider nicht mehr ran und den Rest hier oben kriegt man auch nicht wirklich raus. Die Dekorative von Nivea gibt es ja jetzt schon, ich glaube, bestimmt auch 1,5, 2 Jahre nicht mehr.
Als sie damals aus dem Sortiment gingen oder als sie das komplett eingestampft haben, habe ich mir halt noch, glaube ich, 2 oder 3 Backups davon geholt, weil ich das wirklich gerne benutzt habe. Ich mochte die Farbe sehr gerne. Ein schöner Rotton, hatte eine angenehme Pflegewirkung, war irgendwie nicht zu sticky, also rundherum irgendwie ein sehr schönes Gloss. Dem habe ich wirklich nachgetrauert. Ein Produkt, was ich rausschmeiße, weil es ganz offensichtlich nicht mehr gut ist, ist ein Lippenstift vom Body Shop. Ich weiß auch nicht, ob die noch produziert werden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich habe sie nicht beim Body Shop, ich glaube bei Brands for Friends oder irgendwann gab es mal eine Aktion vom Body Shop. Ja, also Farbe sehr schön. Wäre jetzt eigentlich auch ein schöner Herbstton. Schön Berie. Aber also der Geruch, der mit Verlaub wie öffentliches WC da irgendwie rausströmt, sagt mir, dass das Ding nicht mehr gut ist. Ja, sehr schade, weil ansonsten, wie gesagt, Farbe sehr schön war, aber das geht ja so nicht. Und last but not least von Ole Henriksen, oder ich glaube, er wird Ula Henriksen ausgesprochen. Das Truth Serum Collagen Booster. Jetzt muss ich gestehen, dass ich vielleicht auch glücklicherweise da bezüglich Kollagenaufbau, also es ist ein Vitamin C-Komplex übrigens, ein Vitamin C-Serum, dass ich da bei mir jetzt nicht so großartige Veränderungen festgestellt habe, was aber auch vermutlich daran liegt, dass bei mir irgendwie so die Phasenfetten-Alterserscheinungen noch nicht so doll eingesetzt haben. Also ich fand es angenehm zu benutzen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es für meine Haut großartig was, also jedenfalls nicht für mich merklich großartig irgendwas gemacht hat. Ich weiß, dass die Kristin Gehm davon schwärmt, die ja auch noch mal einen Ticken älter ist als ich und vielleicht hauttechnisch auch schon dann andere Probleme hat oder eben merkt, dass die Haut so ein bisschen erschlafft. Das ist bei mir, wie gesagt, Gott sei Dank noch nicht der Fall. Von daher kann ich jetzt auch nicht behaupten, dass es irgendwas zum Thema Lifting getan hätte. Ja, so, dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.